Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt Mathilda, die männliche Mathilda. 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 Ja, wir sind hier weiter am Baumstämme machen. Was mir gerade einfällt, wollen wir mal hier hinten vor dem Ding hier, vor der Plattform noch ein Feuerchen machen? Das können wir gerne machen, ja. Übrigens, auf dem Feuerchen, das da brennt, habe ich schon Dingens hier. Brandfeuerchen, jetzt wollen sie ruhig wissen, wo wir sind. So ein Leuchtfeuer, damit die auch auf jeden Fall sehen, wo wir sind. Genau, hast du einen Kiesel? Kiesel muss ich mal gucken. Nee, einen Stein meine ich, das ist größeres. Ah, hier, Feuer. Weil es geht gleich wieder die Sonne unter, dann wisst ihr Bescheid, dann kommen die Kannibalen zum Besuch. Hast du? Okay. Und... ja. So, genau, ich wollte ja hier mal ein bisschen testen. Teste mal, ich bringe Stämme. Es ist jetzt voll gut, das im Dunkeln zu machen. Noch ist es nicht dunkel. Doch, ist ein bisschen hell. Bin ich irgendwo im Baum gefällt? War doch hier ein Baum. Weißt du? Das ist doof. Oh, ich muss was essen und trinken. Ja, ich brauche auf jeden Fall was zu trinken. Oh, hier ist ein Baumstamm. Ah, oh, unser Feuer ist aus. Soll es noch viel weiter in den See eigentlich reingehen, oder? Ja, wir können da ja ruhig machen. Ah, ich will das nicht essen, ich will Feuerchen machen. Mir fällt gerade was ein, ich bin voll doof. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Dann mach ich Feuer. Ich kann mich... Ich hab doch den Kopf ausgerüstet. Ja, so, dann kann kannst ich du doch bestimmt aufs Feuer stellen. Oh, ich habe doch auch einen Kochtopf, glaube ich, sogar, oder? Einen Kochtopf? Kann ich das nicht einsammeln? Hallo, ich möchte Wasser schöpfen. Oh, hat ihn weggeworfen. Hm. Oh. Ich habe mich jetzt damit ins Wasser... Pack den auch weg bei mir. Ah, hier. Du musst auf das Symbol achten. Das ist so wie beim Trinken. Guck mal den da so rein. Ach, man braucht noch irgendwie... kann man sich eine Kantine bauen, ne? Feuer schon wieder aus? Wir müssen da mehr Zeug drauflegen. Ja, mach mal das Feuer an. Nein, nicht essen. Oh! Kommt mein Toch. Und hast du noch Hunger? Nee, gerade nicht. Aber da kann man da nicht Stöcker drauf werfen oder so? Oder können man da echt nur. Nee, vielleicht habe ich keine Stöcker mehr. Das ist... Boah, ich habe noch Stöcker, aber die kann ich da warten. Nee, Stöcker kannst du nicht drauf packen. Ich kann da noch Blumen reinhauen. Ja, ich glaube, Blumen kannst du aber auch irgendwas zum Heilen draus machen. Du. Ja, aber ich will jetzt erstmal was trinken. Ich bin nämlich kurz vor Verdursten. Da ist eine Fischsuppe drin. Fischsuppe? Keine Ahnung. Ich habe Fisch draufgetan und... Sieht so aus wie eine Fischsuppe. Ich trinke jetzt was von dem Wasser aus dem Drecksding, ja. Ich kann da was draus trinken. Und was essen. Und jetzt fliegt der Topf. Mein Topf ist leer. Was ist mein Topf? War da Wasser drin? Dachte ich eigentlich.
Hä? Jetzt habe ich da Blüten reingepackt und jetzt kann ich nicht. Aua! Nicht brennen, geh ins Wasser, 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 Wasser! Feuer ist heiß, Feuer ist heiß! Ich wollte nicht ins Feuer gehen, ich wollte den dummen Topf nehmen. Mein Topf ist weg. Toll. Nein, der schmeißt den weg, ja, stimmt. Der muss doch hier liegen. Nee, der ist doch, da ist noch drauf. Ey, du hast was rausgeworfen. Wer ist das? Ein Stein. Also ich sehe deinen Topf noch. Ups. Oh nein, ich sehe Windows. So, jetzt habe ich den Topf genommen. Also, bin wieder da. Jetzt sehe ich keinen Topf mehr. Jetzt habe ich ihn tatsächlich genommen. Ah! Also ich finde die Steuerung tatsächlich nicht so. Ja, das Spiel ist halt ein bisschen älter. Wieso kann ich jetzt hier kein dummes Wasser schöpfen? Da. Das geht nur an besonderen Stellen. Ich weiß gar nicht, ist das von 2013, 14? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schon ein paar Jährchen alt. Aber es sieht besser aus. Jetzt hab ich da erstmal was drauf. So. Aber es sieht besser aus als damals, was Zomboid. Nicht Zomboid. DZ? Ne, wie hieß das andere Zombie? Seven Days to Die? Genau. Na, das musst du wohl eingestehen. Das sieht hier besser aus. Du kannst nicht so viel machen mit dem Spiel, aber. Oh, wir haben bald sauberes Trinkwasser in unserer Schale. Ja, das Problem ist, es reicht meistens nur für eine Person. Ja, wir haben ja jetzt unsere Kochtöpfe hier, ne? Das war auch ziemlich Glück, dass wir eigentlich die haben. Weil ich weiß, damals, als ich selbst alleine gespielt habe, habe ich ewig gesucht. Ich glaube, erst ab Folge 20 oder so, hatte ich einen Kochtopf gefunden. Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dass wir den Kochtopf immer einsammeln. Ja. Oh, hier liegen Baumstämme. Wie praktisch. Wir können ja jetzt hier, wo bei der Plattform können wir ja anfangen, so 3-4... Also, erstmal so eine Fläche zu schaffen, wo wir drauf bauen können. Okay. Weil man kann sich ja eine Holzhütte bauen und dann, wenn es regnet, geht man da rein und, freut sich seines Lebens. Oh, ist das ein Mistwetter. Ja. Jetzt wird's noch doller. Super. Wenn man friert, geht, glaube ich, die Ausdauer und das Leben runter. Das ist ja unangenehm. Ich kann mich aber daran erinnern, als du das, glaube ich, alleine gespielt hast, hast du irgendwann gesagt, ich darf nicht mehr so viele Bäume fällen, dann ist alles Schutzmäßige bei mir weg. Dass du da alles bei dir Vulkan gehaut. Ja, hatte ich, aber es wächst. Damals ist es nachgewachsen. Ich glaube, man kann unter Einstellungen auch einstellen, wie schnell sie nachwachsen sollen. So, jetzt kann ich wieder sammeln. Was du auf jeden Fall nicht machen musst, deine Axt schärfen. Die bleibt scharf. Das ist praktisch. Ja, Freunde. Ja, ich hab's auch gehört. So, dann bleibe ich doch mal gleich hier stehen. Mal gucken, ob. Ach, jetzt ist es kalt. Dann gehe ich jetzt mit Feuer. Toll, und unser Leuchtfeuer ist ja auch ausgegangen. Ist ja nervig, dass man da so viel. Ja, aber das Laub kriegst du ja immer nebenbei, wenn du eine Bäume hackst oder Sträucher zerhackst, weil du irgendwie Äste brauchst. Und du brauchst später sehr viele Äste. Da. Die kann auch durchs Feuer kommen und dann. Fängt die an zu brennen. Praktisch. Aber das Feuer ist im Arsch. Naja, weil jemand das ausgehauen hat. Ja, die blöde Kuh eben, ne? Na, ich weiß nicht. Ich glaube, wir waren's. Aber gut, dass sie tot ist. Hast du Steine? Einer fehlt. Ah, fuck. Hab ihn. Ich hab auch einen. Hab einen. Er lag da sogar. Wir müssen später mal hier. Wir sollten mal so ein Lager für Knochen aufbauen, ey. Weil du kannst auch von allem nur eine gewisse Anzahl mitnehmen.
Was wir auch machen können, wir können hier Fallen bauen. Nice. Boah, halt. Baumharz habe ich hier auch schon die ganze Zeit. Oh nein, ich hatte doch hier so schön Tiere und da habe ich 4 Stück Fleisch gebraten. Hat die blöde Kuh jetzt natürlich auch kaputt gemacht. Ja, ich hätte erst Laub nachgelegt. Waren vor allem noch 3 Stück. Oh. Waren bestimmt noch 3 Stück Fleisch oder so drauf. Huch, was brauchst du denn da? Falle hoffentlich die richtige. Weiß gar nicht mehr, wie ich Seil bekomme. Seil hat man, glaube ich, habe ich, glaube ich, in so ein Lager von dem bekommen. Was denn? Da war so ein ganz ekelhafter Schrei, hast du den nicht gehört? Nee. Der war ganz ekelhaft, der Schrei. Jetzt habe ich ihn gehört. Der kam mit dem Wind so ein bisschen. Also glaube ich, machen die auch, wenn sie dich gesehen haben, dann kann es sein, dass sie auch schreien. Dann holen die quasi Verstärkung. Die Arschgeigen. Darum ist es eigentlich immer gut, wenn dich einer sieht, dass du den gleich kriegst und tötest. Ah, ich habe Hunger. Sorry, ich hatte nur noch ein Stück Fleisch, das habe ich nicht. Nee, ich habe, glaube ich, noch eins. Alles gut. Aber dann müssen wir nächstes Mal am nächsten Tag ein bisschen jagen und vielleicht ein bisschen auskundschaften. Oh, was für das hier? Ach, eine Falle. Ja, das, ich dachte mir, wenn wir uns zurückziehen auf unsere Basis, und wenn sie dann so, haben wir so einen verengten Raum, weißt du? Sparta-mäßig. Thermopylen. Sparta! Nee, es war für Sparta. Nee, das ist Sparta. Ah, das ist Sparta. Oh. Das meinte ich. Mami. Angst, ich gehe auf eine Plattform. Ah, hier ist Wasser. Und darum kommt man hier nicht bauen. Ja. Ja, wir wurden gesichtet. Ich muss weiter reingehen. Aber so eine Falle kann schon mal ein, zwei ausnocken. Wenn sie zeitgleich ranlaufen. Das Dumme ist, er hat uns gesehen, aber wir haben ihn nicht gesehen, ne? Yes. Stöcker und Steine. Ich habe ein Kaninchen erlegt. Falls du Fleisch brauchst, dann würde ich das jetzt einfach mal braten. Nee, ich habe was. Hab's, glaube ich, drauf. Und die Sonne geht schon wieder auf. Juhu, Licht! Es lebe die Sonne. Mein Auge juckt. Mein Auge juckt, ja. Ich glaube, das Feuerzeug hat mich. So kann ich nicht. War das mit F oder mit L? Ah, F oder mit L war das, kannst du das Feuerzeug wieder wegpacken. Oder rausholen. Ah, da ist ein. Ah. Oh, hier sind noch Steine. Ich habe ein Eichhörnchen getötet. Oh, kann man auch essen. Ja, das stand hier so gerade direkt vor meiner Nase. So. Einfach so. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal so ein bisschen. Ja. Noch mal ein bisschen essen und trinken und dann sind wir mal los.
Nur noch zwei Seile brauche ich. Aber hier kommen immer Bambis her. Das ist ja ganz cool. So, ein Stück Fleisch ist noch drauf. Ja, ich... futter ich das nochmal. Und ein Schluck Wasser ist noch da. Und ich sehe gerade, die Stämme, die kommen hier rangetrieben. Das ist sehr praktisch. Komm ich da ran? Ohne? Eins? Ja, zwei konnte ich rausfischen. Okay. Schon mal hin. Aber das Fleisch, wenn es gebraten ist, kann man nicht mitnehmen, ne? Nee, du kannst es aber... wir müssen da was aufbauen zum, zum Trocknen. Ah, okay. Und dann können wir es mitnehmen. Aber auch von jedem Tier, glaube ich, nur zwei Stück. Wobei, ich glaube, Reh und ein paar andere Tiere haben dasselbe Fleisch. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier einfach mal hier gerade zu. Da waren hier so... Okay. Ja, also genau, da so gerade zu bin ich ja vorhin gegangen. Da ist ein Kannibalendorf. Genau. Wenn sie genau, in die Richtung. Ich glaube, wir sind nicht da ganz am Anfanggebiet, wo ich mir eigentlich... Ja, oh, hier ist ein Koffer. Nice. Ah. Ah, Batterie und Tu. Cola-Flaschen. Hm? Ja. Ah, da geht's in die Höhle rein. Oder hast du hier Häuser gesehen, ne? Ja, doch, da weiter rechts sind Häuser. Und ich bin links rumgegangen, da waren nämlich dann, da war eine Schildkröte. Ich hoffe, dass wir beim Haus nämlich, Seil finden. Ach so, ja, das Haus war da dann. Da, da. Ach, da unten ist auch einer. Das ist ein Sergeant da unten. Ah, aber ich sehe da nicht. Ducken, ne? STRG. Ich sehe das Haus nicht. Ja, weil das noch weiter rechts ist, in meine Richtung. Da. Ah, dann weiß ich ungefähr, wo ich hier gewohnt habe. Oder ist das ein anderes? Aber wir sind hier tagsüber. Da ist das ein anderes. Salamander! Oh! Was? Die, habe ich die verwundet? Ich glaube nicht, nee. Guck mal bei Rot, ist das? Oh Gott. Nee, ist ein bisschen, aber das kann auch schon von vorher gewesen. Ja, war so ein Echsenvieh, ich wollte das gerade töten, dann habe ich dich aus Versehen geschlagen. Hm. Kenne ich ja schon. Ich hoffe, dass hier in den Häusern irgendwie... Da war es wieder. Zack. Ja, da hängen irgendwie Seile an der Decke. Mitnehmen. Dollar können wir nur verbrennen. Dollarscheine. Noch irgendwas. So, noch so eine Zelte kann man die zacken. An denen kann man schlafen. Okay. Hier kann man speichern. Ah ja, wenn, genau, wenn du... ah, ja, das... Ja, zum Schlafen... ja, ja. Stimmt. Warum hast du Schlafplätze gebaut, glaube ich? Weil ich weiß nicht, ob das Schlafen funktioniert, wenn wir zusammen... Damit kann man sich komplett erholen, glaube ich. Hm. Aber zwei Seile hast du mitgekriegt, ne? Mhm. Das ist aber auch ganz nett hier. Da gefällt mir auch der See. Wenn das jetzt See ist. Ja, aber das ist. Hier war früher immer ihre Route. Genau, aber ich weiß jetzt wieder. Hier lang. Hier ist auch ein Zelt. Und genau, auf der anderen Seite. Ui, hier ist ja voll das Loch. Genau, da kannst du auch später runtergehen durch irgendwelche Höhlen. Nicht runterfallen, dann bist du tot. Das wollen wir ja nicht. Und hier, wenn du jetzt gerade zuguckst, da habe ich früher gewohnt, am Hang. Mhm.
Okay. Aber wie gesagt, hier unten laufen sie immer lang. Das ist so immer ihre Laufroute gewesen. Aber wir können da mal hinlaufen. Da waren immer Schildkröten oben. Da können wir uns nämlich so zwei, drei von den Wasserdingern, Bottichen aufbauen. Ja, das ist, glaube ich, nicht die schlechteste aller Ideen. Aber diese Insel sieht ja auch irgendwie ganz nett aus. Diese Halbinsel oder was das ist, ne? Nee, ich glaube, eine Halbinsel. Geht nach hinten weiter. Da war auch ein Dorf von denen, so ein kleines. Nervig. Ja, und da hinten ist Eisgebiet, da kannst du auch hängen, wenn du willst, aber es war nicht kalt. Ja, ich weiß, du magst es nicht, wenn es kalt ist. Weißt ja, wie es ist, man in solchen Spielen musst du extra Hirsche jagen und Dingsbums und Dingsbums und dann bist du da und Dingsbums. Was da? Ich bin hier irgendwo am See. Wo bist du denn? Ah, da. Ich laufe in deine Richtung. Ja, und hier hatte ich damals mal eine Basis gebaut. Hier haben sie eigentlich so schnell gefunden. Ja, ist auch ganz nett. Und dann habe ich da hochgebaut, aber... Wir hatten damals, als wir uns auch überlegt haben, hier ein Let's Play zu machen, haben wir da oben, wenn wir hier einmal rumgehen, da oben ist ein kleiner See, da haben wir da oben gebaut. Ah, stimmt, ja. Aber ich müsste jetzt hier nicht nochmal bauen, also ich habe hier schon sehr viel Zeit verbracht. Aber hier die Ecke kenne ich noch. Oben kann eigentlich auch Schildkröten. Vorne. Hier so in diesem hohen Gras. Sind dann aber wohl Landschildkröten. Ah. Nee, du bist ein Stein. Nehme ich aber auch mit. Ja. Dann nicht. Schade, aber hier oben links sind Kisten, glaube ich. Und dann haben wir auch gleich einen Kannibalen, noch so ein ganz kleines Kannibalendorf, so das Einsteiger-Kannibalendorf. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir die Kiste. Ja, hier oben ist ja auch ganz nett. Ja. Also ein Flüsschen fällt mir auf. Geh mal runter an den Fluss. Ja, wir müssen dann auch irgendwie Regale bauen. Die ganzen Batterien, die ich finde, du kannst dann auch später nur ein paar mitnehmen. Hm. Ich gehe mal rechts an dir vorbei in dieses Dorf rein. Mach mal. Oh, ich krieg schon wieder Hunger rein. Also um die Jahres, um die Tageszeit war, glaube ich, keiner da. Aber ich hoffe, dass die Seile haben. Waren hier auch Hey, ich habe eine Echse getötet. Und es war mal gut, um Stöcker zu bekommen. Braucht man Stöcker oder Tücher? Gehst du mal hier hin, haust alles um. Und außerdem haben die ja nachts was zu tun. Oh, hier ist noch eine Echse. Stirb! Ey, stirb, du Echse! Ah, hier war Benzin, cool. Geht doch. Treibstoff. Ein Seil. Ah, doch. Zwei Seile, das hat sich schon gelohnt. Ich habe zumindest schon mal zwei Echsen getötet. Drei Echsen. Und einen Tennisball. Also ich sammle hier gerade ordentlich Fleisch. Was? Aber wie gesagt, du kannst nur eine gewisse Zahl Fleisch mitnehmen. Ja, wenn ich dann halt keine mehr mitnehme, dann sehe ich es ja, ne? Gut, die haben hier auf jeden Fall zu tun. Ich bin ja nachher wieder ganz schön viel Totems aufbauen. Ich krieg schon wieder Hunger, ey. Dieser Typ hat immer nur Hunger. Ja.
Also ich gehe dann schon wieder Richtung... ja, ich gehe jetzt auch wieder Richtung nach Hause. Damit ich was essen kann. Zur Not, Schokoriegel müsstest ja, du müsstest ja auch... Ja, habe ich auch, aber auf die möchte ich eigentlich nur in der allerhöchsten Not zurückgreifen. Wenn du zum Diva wirst, dann mal schnell einen Snickers. Genau. Die Werbung hat echt funktioniert. Bei dir auf jeden Fall. Ja. Schade, dass wir keine Schildkröte gefunden haben. Ja, das ist wirklich schade. Kannst ja schon mal was zu... Ich weiß nicht, hast du was zu essen? Weil dann könntest du schon mal was auf den Grill hauen. Ja, ich muss einfach nach Hause. Ja, du wirst definitiv vor mir zu Hause sein. Okay. Das Problem ist, ich muss... Nee, ich renne den Weg, den wir gekommen sind. Ich kann sein, dass ich, wenn ich die andere Richtung nehme, dass da mehr Action ist. Ja, meine Ausdauer ist auch schon ziemlich unten irgendwie. Ja, meine Ausdauer ist auch ein Drittel weg. Ah, Kannibalen, hi! Ein Drittel? Oh. Also ein Drittel ist weg. Ich bin jetzt noch ein Drittel da. Alter, der hat einen Knüppel! Wo ist dein Knüppel? Ach, das war ein ganz normaler... Knöppeli-Düppeli. Schade, ich muss mal wieder üben. Ich hab's drauf gehabt, wenn ich die geschlagen habe, dann habe ich immer gleich die Pfeile eingesammelt. Die Pfeile, die Zähne. Ah, super, jetzt hat der eine mich gesehen und ist weggerannt. Dann soll er Verstärkung holen, ich bin ja jetzt weg. Kaninchen, 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 Kaninchen. Ah, Kaninchen! Der hoppelt um sein Leben. Hoppeli, 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 gibt's hoppeli, nicht. Hoppeli, der hoppeli, ist hoppeli, ja so hoppeli, schnell. Hoppeli. Er lacht mich aus. Scheiß drauf, ich esse jetzt einen Snickers. Ach, fick dich. Stirb du, Hoppelhase. Nein, mir ist gerade auch so ein dummes Kaninchen über den Weg gehoppelt. Ja, manchmal hat man warte mal, wie war das bei Conan? Scheiße, irgendein Viech hat mich gesehen. Was war das bei Conan? Ah, die Kaninchen waren Nazis? Ja. Ein Kaninchen sieht man so im Boxen. Genau. Ach, meine Ausdauer ist auch so. Ich glaube, man konnte sich irgendwie so eine Kantina basteln. Vielleicht sogar mit diesen Echsenleder da. Hm. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Ich glaube, du bist vor mir zu Hause. Ja, ich glaube, aber hier rennt so ein scheiß Kannibale rum. Ich bin jetzt nämlich tatsächlich sehr querfeld eingelaufen. Ah, ich bin zu Hause. Ah, laufen gerade an mir vorbei. Und haben mich gesehen. Bleib hier, du Arsch! Komm her! Na los, komm her, komm her! Ah, die hingen ja auch im Baum. Der eine kam gerade vom Baum runter. Wie unangenehm. Ah, sind die Fische? Gerade nicht, oh gut. Ich verbrenne mal einen, ne? Hm. Vielleicht stinkt das ja und dann bleiben sie weg. Hm. Und wenn der gerade da brennt, dann will ich ja nichts Essen drauf packen. Ja, irgendwie nicht, ne? Egal. Wenn du Glück hast, ist so eine Pfütze drin, aber das war's dann auch. Bei mir sieht's gerade mit dem Trinken eigentlich ganz gut aus. Hey Bambi! Oh, jetzt
hat er das dumme Wasser. Ich finde das mega cool von dir, Bambi, dass du dich aufopferst. Ja, ne? Also die Bambis sind hier echt so... Ja, klar. Schlachtet mich ab. Alles cool. Und ziemlich gechillt. Ach, du hast Essen schon draufgelegt. Super. Jo. Oh, ich bin ein Ersatz. Sehe ich gerade. Ah, wie heilt man denn wieder vollständig? Ist? Scheiße, wir müssen bestimmt schlafen. Und wir brauchen hier echt noch ein bisschen, ne? Ah, ganz. Aber wenigstens haben wir hier schon mal eine Falle fertig. Kleines Bett. Kronleuchter aus Knochen, ein Vogelhäuschen, geilo. Provisorisches Lager, dann baue ich doch mal sowas. Jo. Soll ich das hier auf unserer Plattform bauen? Ah nee, das baue ich hier. Das baue ich hier irgendwie. Hier habe ich jetzt so einen Stöckersammler, da kannst du mal Stöcker reinpacken. Hier ist 15 Stück. Okay. Neben dem Lagerfeuer? Oh. Das ist eine Hardcore-Survival-Liste. Ja. Ich wüsste, das Essen war verbrannt, tatsächlich, glaube ich. Ah, das können wir ja auch bauen, genau. Dann ist das Essen halt. Weil das würde ich eher dann bauen, wenn wir da. Oh, So, ich brauche. Plattform haben. Stöcker, 14 Stück. Oh, 14 Stöcker, Alter. Ey, du Kaninchen! Stock. 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 Wo bist du, dummes Kaninchen? Dummes Hasentier. Du dummes Hasenartiges. Impf. Warte, bist du ein Stock? Nein. Hier, ihr seht so aus, als ob ihr Stöcker gibt, wenn ich euch umhaue. Sag ich doch. Vier Stöckchen fehlen noch. Ja, wenn ich welche sehe, nehme ich sie. Stöckchen. Oh, jetzt haben wir hier ein Haus. Ich probiere mal auszuschlafen. Hm? Ah, das geht nur zu zweit. Wir können tatsächlich nur zu zweit schlafen. Meinst du mal so eine Nacht schlafen? Hm. Sollten wir mal probieren, glaube ich. Willst du mit mir schlafen? Ich weiß aber nicht, ob dich die Kannibalen wecken können oder sowas. Das testen wir aus, würde ich sagen, wenn es wieder Nacht wird. Genau, das machen wir dann auch. Kannst schon mal die nächsten Plattformen anzeichnen. Mache ich, sobald ich diesen Baum gefällt habe. Das Gute ist, jetzt wird uns auch immerhin schon mal so ein Haussymbol gezeigt. Das heißt, wir finden jetzt immer wieder nach Hause zurück. Schön. Ja, ne? Finde ich auch. Das wird auch schon langsam wieder dunkel, habe ich den Eindruck. Hm. Also ich hoffe, dass wir uns damit heilen können. Aber sicher bin ich mir nicht. Ah, liegt ein Stock. Ich bin echt mal gespannt, wie lange es dauert, dass sie Teil 2 machen. Also
glaube, es sollte ja dieses Jahr oder nächstes Jahr rauskommen, aber durch Corona, wer weiß. Aber ich glaube, dass, wenn sie hier von neuen Teil machen, ich sag mal, eine größere Welt, vielleicht, keine Ahnung, das ist auch, ja, andere Gegner, mehr Sachen, die man bauen kann. Also eigentlich ist das Ding, kann man das gar nicht verkacken eigentlich. Mal so behaupten. Sag mal, konnte man nicht irgendwie auch so einen Schlitten bauen? Ja. Soll ich einen... Ja, das finde ich... Ja, jetzt werden die Wege schon weiter, ne? Langsam echt nämlich nervig. 21 Stöckelein. 21 Stöckelein. Oh, jetzt sind es nur noch, ich bin 21. Was denn? Hier lief gerade so ein Lemurenviech lang. Also kein Lemur, hier so eine Echse. Oh ja, ich nenne sie Echse, ich habe keine Ahnung, was für ein Vieh das ist. Du kennst dich doch mit Tiere und so aus, was ist denn das? Echse? Ich würde sagen, das war eine Echse. Also ein Dings hier, wie heißen sie gleich nochmal? Ja. Ne? Genau das Thema habe ich auch, ja. Irgendwie. Auf jeden Fall scheint es ein Reptil zu sein, so. Ja, so auf. So weit würde ich auch mitgehen. Baumstamm, ich häng fest. Hier liegt nur einer. Glück, du. Bündchen. Ein bisschen Licht wieder anmachen. Ja, das sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen weiter weggehen demnächst. Ah, die Kälte haut das auch raus, sehe ich gerade. Aber wir wollten noch versuchen zu schlafen. Ja gut, dann legen wir uns mal schlafen. Kuscheln wir uns in diesem Laubhaufen. Ja, komm her, komm kuscheln. Und da es schön neben dem Feuer ist, ist auch schön warm. Das Feuer ist nicht an. Egal, komm kuscheln. Okay, Z. Und nu? Ey, wir haben zusammen geschlafen. Oh, das Ding ist kaputt. Das ist nämlich so okay. Ein Weg-Ding. Oh, Alter, voll Hunger, voll Durst. Erstmal anmachen. Aber jetzt ist meine Energie hier wenigstens wieder voll. Stimmt, die Energie ist voll, aber... Hier, ich hau dir noch eine Echse drauf. Ah, danke. Ich auch. Hätte die auch eine raufbauen können. Hm. So, hier, dann trinke ich mal ein Schlückchen Wasser. Hat's geregnet? Nope. Hm. Wir müssen was abkochen. Ah, stimmt. Ich wollte schon aus dem Wasser... Ich wollte schon wieder aus dem Ding trinken. Warte mal. Hier kam man ja irgendwo ran, ne? Dein Kochtopf drauf? Nee. Nee. Boah, jetzt muss ich nur gucken, wie ich den Topf kriege. Ja. Aber jetzt muss ich erst mal warten, bis das abgekocht ist. Ich glaube, es geht immer nur einer drauf, ne? Vielleicht sollten wir zwei Lagerfeuer machen, damit wir zeitgleich die Töpfe draufpacken können. Ja, ich glaube auch. Ah, das würde ich dann vielleicht fast schon, wenn wir da unsere Plattform haben. Ja. Echt schon haben wir richtig schon eine Schneise reingehämmert. Mhm. Hallo. Ups. Will man einen Kochtopf haben? Was hingelegt? Das ist ein Kochtopf. Wow. Das ist mal einer. So, dann mach das. Kann ich. Ach Mist, hier ist mir eine Lücke entstanden. Okay.
Wenn ich hier hinten hämmere, den Baum einschlage, hörst du das bei dir? Im Augenblick höre ich nichts. Ne? Okay, dann ist das nicht so laut, wie ich mir immer gedacht habe. Ah, das Essen und Trinken, glaube ich, hat geheilt, wenn man so ein bisschen... Nee, das war tatsächlich, nachdem wir wieder wach geworden waren. Ja? Hm. Ah, hier gibt's Stöcke. Sehr gut. Ah, dann müssen wir häufiger miteinander schlafen. Das ist auch eine kleine Axt, die er hat hier eigentlich, ne? Ja. Ach, Leute, was wir total vergessen haben, euch zu erzählen. Mathilda hat eine neue Maus. Ach ja, es war Weihnachten. Mathilda hat zu Weihnachten eine neue Maus bekommen. Und, wie gefällt sie dir so? Wirst du jetzt wissen, das ist eigentlich ganz gut, ja. Und... Erfüllt seinen Zweck. Erfüllt seinen Zweck, genau. Und ich habe auch einen neuen Schreibtischstuhl. Ja. Nur dank eurer Unterstützung konnten wir uns das leisten. Ja. Ich wusste gar nicht, dass wir hiermit Geld verdienen. Hast du mir was verschwiegen? Hier. Komm her, du Reh. Stirb, 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 stirb. Stirb schneller. Ich Ach, weiß, die jetzt, das ist alles irgendwie so krumm. Ich weiß nicht, ob man da noch... Ja, mir gefällt es irgendwie auch nicht. Vor allem, da ist schon so eine dicke Lücke bei dem einen. Unser Wagen ist fertig. Ja, der interessiert mich aber gerade nicht. Ich werde jetzt mal versuchen, Wände zu ziehen. Ich weiß nicht, wie das geht. Eigenes Fundament? Damit bin ich gar nicht klar gekommen irgendwie. Also der hier, mit dem bin ich nicht zufrieden. Kann man zumindest langziehen. Mit dem hier bin ich nicht zufrieden. Ist okay, wenn ich den hier abreiße? Warte. Ja, mach mal. Hau den mal weg. Da ist ich zu blöd dafür. Das war genau das Ding... aus. Das ist der, mit dem ich nicht klargekommen bin. Also macht man es, glaube ich, erstmal so. Nee, so macht man es nicht. Macht man es so irgendwie? Geht mal schwimmen. Das ist echt nicht mehr. Ah, doch. War ganz einfach. Dann mach du mal, ich gehe mit unserem Wagen Holz sammeln. Ja, das Problem ist, wie soll ich jetzt... Oh, ich komme aus dem Wasser gesprungen. Wie kriege ich jetzt diese Höhe von diesem Ding hier, weißt du? Ja, ich fände es zwar jetzt blöd, alles neu zu machen, aber... Ja, ich versuche hier erstmal Wände zu ziehen. Wenn es mit den Wänden nicht klappt, müssen wir es eh neu machen. Hier, Tür. So, ich weiß nicht, ob das richtig rum ist, falsch rum. Macht man das? Und runde Stämme, außen und innen. Ich baue erstmal hier 5 Stämme für die Tür. Okay. Dann können wir sie von links und rechts beschießen. Haben wir Stämme hier? Na, du machst das. Ja, genau, wir machen das Ding immer voll. Alter, fällt dieser Baum auch mal um? Stimmt. Das geht nicht alles so schnell. Aua. Oh! Vor allem die rollen weg hier, ne? Unangenehm. Ups. Das war CC, Entschuldigung, mein Fehler.
weiß damals, ich hatte glaube ich ein, zwei von den Schlitten immer in den See versenkt. Weil man da immer an einer tiefen Stelle durch musste, wenn die Stelle nicht tief genug war. Dann hast du losgelassen und dann war das Ding halt im See. Hihi, das ist ja... Haben ein Problem. Was da wäre? Es ist klein. Oh nein. Und sitzt im Bett. Och nee. Warum das sitzt das denn im Bett? Kannst du es vielleicht mit einem Nuki testen? Ich kann es versuchen. Ansonsten war's das. Warte, ich will da noch was abladen. Hier, guck mal. So, dann gehe ich mal schnell in unser Lager. Noch weint das kleine Problemchen ja nicht. Nee, sitzt. Weil Mathilda hat's echt drauf, ich nicht. Falls wir uns nicht wiedersehen, sag ich vorsichtshalber tschüss, ansonsten hören wir uns gleich nochmal. Ja. Also Mathilda hat's echt drauf, quasi die Kleine, wenn sie ein bisschen wach geworden ist, schnell wieder zu beruhigen. Der Heinrich ist ja eher ein Grobmotoriker und kriegt das nicht so gut hin. Alter. Ich hätte mich ja hinter die Mauer gestellt. Muss jeder selber wissen. Ich weiß auch damals, ich habe nicht alle Videos von Gronkh gesehen, Schande auf mein Haupt. Ein Kumpel hat mir das gezeigt und meinte auch, ja, musst du auch machen, Gronkh. Und lass mich raten, falsch rum. Hä? Oh, fick dich. Krieg die Tür nicht auf. Oh, das kann's doch echt nicht sein, Leute. Krieg's nicht auf. Fuck you. Echt? Fuck you. Richtig, was er gefallen. Ja, weil die wahrscheinlich versetzt sind zueinander. Geht das nicht. Den reißen wir mal ab. Dann versuchen wir hier einfach mal, dass ein Vogel durch mich geflogen. Auch cool. Auch bei der Plattform hatte ich schon gedacht, dass man da irgendwie erweitern kann, aber das ging ja nicht. Das haben wir ja getestet. Wenn ich E drücke, ist es platziert. Okay, dann lassen wir das. Andere Dinge. Eigenes Fundament. Ist natürlich jetzt bescheiden. Wie geht ich das? Ich fall. Ich hoffe, das geht so einigermaßen. Geht nicht. Warum nicht? Okay.
Die hält auf jeden Fall viel aus. Kann ich hier was bauen? Riecht das Ding auch noch kaputt? Das nervt ja auch gerade. Nee, das wird nichts, die kleine Biestwaffe. Ich gerade gewundert, wollte ich noch. Ach, jetzt kann ich bauen. Ja, Mathilde ist auch und oh. Jetzt kann ich hier die Unterkunft, jetzt können wir die Unterkonstruktion hier abreißen, weil ich nicht weiß, ob das funktioniert oder wir bauen einfach drauf. Ach komm, wir bauen drüber. Dekadenz, was soll der Scheiß? Alles wegen dem. Wegen des Kindes. Gucken, ob das so toll ist. Wie also wenn das hier auch nicht klappen sollte, dann bauen wir woanders. Boah, der ist denn wohl nicht mehr. Das ist gefährlich. So, auf jeden Fall kann man in dem Spiel ganz viele Bäume hacken. Bisschen Fleisch draufgelegt und dann geht's gleich besser. Merkt's auch wieder an der Ausdauer. Uah. Scheiß Wetter. Nur regnet's hier, verdammte Axt. Stock. Kannibalen in der Nähe. Na, endlich. Ah, ja. Hat auch schon eine Kerbe drin. Wieder aus. Kann man das kaputt machen? Hm, schade. Hier lag auch noch einer. Gut, Knut. Dann, wenn wir jetzt die Folge. Ja, werde ich sie auch beenden. Ich trinke noch einen Schluck. Damit wieder Platz für das Regenwasser ist. Und, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo, wenn ihr es euch getan habt. Ansonsten, ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.